Spiel ging hin und her. Ich denke, letztlich hätten es beide Mannschaften auch gewinnen können. Aber wenn man einen letzten Angriff hat, dann ist natürlich doch ein bisschen Enttäuschung, weil dann mehr möglich gewesen wäre. Aber ja, ersten Punkt haben wir jetzt zumindest und jetzt müssen wir weiter hart arbeiten. Letztes Jahr haben wir hier gegen Minden verloren, also jetzt haben wir einen Punkt gewinnen. Das kann man jetzt so oder so sehen. Klar, vielleicht fehlt uns in den entscheidenden Phasen dann noch ein bisschen die Abgezocktheit oder ja, die Eingespieltheit, um dass dann jeder weiß, was er in der entscheidenden Situation zu tun hat. Aber genau daran müssen wir arbeiten und den Punkt nehmen wir jetzt mit. Und jetzt sind wir noch ein bisschen enttäuscht. Morgen geht es dann weiter in Blick auf das nächste Spiel. Ja, es ist in allen drei Spielen ähnlich. Wir haben sehr gute Phasen, wo wir dann teilweise auch einen Vorsprung erarbeiten können, geben ihn dann leichtfertig wieder aus der Hand. Daran müssen wir genau arbeiten, dass wir die Konzentration oder das Engagement 60 Minuten hochhalten können. Ich denke, heute war es schon ein weiterer Schritt nach vorne und daran müssen wir jetzt weiter aufbauen. Ja, ich denke, auch heute ist jetzt mit dem Dominik Weiß wieder einer ausgefallen, der schon ein paar Jahre hier spielt. Da mussten die Neuen umso mehr in die Bresche springen. Und ich denke, sie machen es sehr gut. Also wir hatten ja jetzt heute doch auch einige Ausfälle zu verkraften. Und für das, denke ich, haben wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Felt amazing. Great support. Very happy to have finally played here in front of these fans. But of course, right now we are all very sad and frustrated that we didn't get 2 points. So it's a lost point in my mind, because I felt we were a better team, if you can say so. I felt we had the game. We were lost a few balls in the end. We could have closed this with 1 point.